Ja, hallo und herzlich willkommen zu Outlast. Ja, ich habe total Schiss. Ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass ich total Schiss habe. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich habe null Ahnung. Und ja, ich wollte eigentlich dann auch eine Facecam mit einbauen, aber das lasse ich dann mal lieber sein. Außerdem ist meine Facecam auch nicht ganz so gut, sondern dass es einfach nur von der Qualität her dann etwas runterziehen würde. Und ja. Ich hatte schon ein Spiel angefangen, aber nur für die Einstellungen. Deswegen fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ist ja wohl logisch. Ich habe sowieso nur bis jetzt eine Autofahrt gesehen. Bis jetzt sonst nichts. Also mal schauen. Neues Spiel. Boah, ich habe Axt. Oh, Freunde, habe ich Axt. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Na, den Spaß, das werden wir ja dann noch sehen. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken? Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, das macht ja noch mehr Angst, als ich eh schon hab. Also, boah. Boah. Leute. Also, es kann auch sein, dass ich manchmal gar nichts sag. Also, ne, ich hab echt Angst. Also auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott. Das Licht wieder an. 17. September 2013. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt. Zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Das hört sich nicht gut an. Ja, das ist wahrscheinlich unsere Kamera. Ja. Ja, mach schön rein, das Ding. So. Schön, schön. Okay. Funktioniert anscheinend, das ist ja schon mal gut. Oh ne, steig doch jetzt nicht aus, Idiot. Bleib doch da drin sitzen, ey. Boah. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Du fortführst deine Notizen und gesammelten Dokumente. Drücken wir mal. Notizen. Da steht nix. Dokumente. Nur der Informant. Da kann man das nochmal lesen. Okay. Ich trau mich nicht, Alter. Ich trau mich den ersten Schritt nicht zu machen, ey. Boah, ich hab Angst. Ich mach ihn aber. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja,
alles zu. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die vorwärts und ja, so schnell kann ich gar nicht lesen. Drücke linke Maustaste zum Öffnen oder halte linke Maustaste gedrückt. Ich halte sie mal gedrückt. Drücke die rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Ereignis aufgenommen. Deine Tisco wurde einen hinzugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Nervenheileinstalt, Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheileinstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Mercury Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Mercury Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterisches Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Alles klar. Okay. Nun siehst du, wenn du deinen Camcorder bereithältst. Halte Umschalt links gedrückt, um zu rennen. Alles klar. Ja, war klar. Das Tür ist zu. Ja, wo kommen wir denn jetzt dann hier rein? Hoppala. Das war zu nah. Glaube ich schon mal gegen. Ich kenne das Spiel ja überhaupt nicht, also von daher. Es ist wieder mal typisch für ein Horror-Game. Es ist das im Übrigen das allererste Horror-Game, was ich je in meinem Leben gespielt habe und spiele. Ey, muss doch mal eine Tür aufgehen. Halte strong links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Ah. Es speichert. Ja, Gott sei Dank. Okay. Wir sind wohl drin. Jetzt müssen wir nur noch in die Nervenheilanstalt selber rein. Oh, tschüss so. Wie kommen wir jetzt da rein? Oh. Da ist eine Leiter. Wenn der Camcorder 1 bereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben und Mausrad unten hinein und herauszoomen. Okay. Kann ich auch dann trotzdem hier hoch? Alles klar, eher nicht. Okay. Drücke die Leertaste, während du dir auf der Vorwärts... Ja, Mucke hat wieder Gas gegeben. Drücke die Leertaste, um nach oben zu springen. Ja, balancieren ist ja total meine Stärke. Ihr habt doch einen Knall, Jungs. Ich halte aber die Kamera bereit. Ihr seht, wir gehen hier hin. Aber jetzt sehe ich hier nicht, wie es weitergeht. Bin ich falsch gelaufen? Ich laufe noch mal einen runter. Vielleicht kann ich mich ja auch fair laufen. Okay. Das schaffen wir jetzt aber bestimmt noch mal. Ja, das sah doch schon viel besser aus. Ja, jetzt muss ich nur noch verstehen, wie ich hier reinkomme.
man da schon was sehen? Bis jetzt sehe ich da noch nicht viel. Okay, vielleicht müssen wir doch hier lang. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Also, ich verstehe noch nicht wirklich, wie wir hier reinkommen. Also, geht ja schon gut los hier heute. Ist das Schöne, wenn man es blind spielt. Man hat keine Ahnung. Hoppala. Vielleicht ist das ja hier was mit zu tun. Wir müssen dann auch mal schauen. Da brennt Licht da. Wir laufen da nochmal lang. Oh, da ist ein Fenster offen. Und das sehe ich jetzt erst. Ja, nee. Mach das Licht wieder an. Drücke F, wenn du die Kamera auf die Nachtschicht. Oh, Nachtsicht. Beachte, dass das Nachtsichtgerät eine Batterie braucht. Setze es überlegt ein. Alter, mach doch den Strom wieder an. Oh, was ist das denn hier? Drücke linke Maus zu öffnen. Okay, erstmal wieder ausmachen. Ah ne, nochmal. Also, erstmal Nachtsichtgerät wieder aus. Hier ist nämlich gerade die Lampe kaputt gegangen. Also, wir sind auf jeden Fall wieder drin. Wir sind jetzt drin. Und jetzt werden wir mal schauen, was hier los ist. Ja. Sobald ich was Neues habe, melde ich mich natürlich sofort wieder. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Also. Ein Bücherregal. Oh. Boah, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier komplett im Dunkeln. Ich hab so Schiss. Alter! Wer ist da? Alter! Hau ab! Hier ist die Tür. Ich trau mich nicht. Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Nein! Ich will nicht. Also, ich melde mich zurück. Hier hat irgendeiner gerade geschrien, aber frag mich nicht wie. Hallo? Hallo? Alter, ich hab Paras. Bewege dich in Richtung der engen Stelle, um dich hindurch zu zwängen. Was ist das denn? Was? Was? Ich, um zu schließen. Boah, ich hab so Angst. Eine Batterie! Batterie benötigst du für das Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst die Batterien wechseln, indem du R drückst. Alles klar. So, hier ist der PC. Gucken, ob wir da irgendwas machen können. Anscheinend nicht. Alter. Oh, ich sehe meinen eigenen Schatten. Warum ist hier Blut? Eier, scheiße. Da fällt mir... Oh, meine Fresse. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm, mach mal die Tür auf. Hier liegen Dokumente.
gesammelte Dokumente J werden in dein Notizbuch aktualisiert. Hey. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Warrider. Fall Nummer 174, Datum 14. Oktober 2013. Erste Patientenbefragung 12. April 2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt ist Dr. Carl Houston. Patient behauptet, das ist der Therapiestatus, Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphase vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität im beispiellosen Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Was? Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Also das ist ja schon wieder Medizindeutsch. Boah, leg doch mal einer das Telefon weg, ey. Ich erschreck mich immer. Oh, Leute. Fußabdrücke. Sollten wir denen mal folgen? Oder so? Ah! Boah, mach doch die Tür nicht auf. Ich geh erst hier rein. Ich trau mich nicht, Alter. Alter, mach mich doch nicht bekloppt. Eieieiei. Jetzt gehen wir doch hier. Das hier ist die Toilette. Hallo? Hallo? Hat sich doch einer eingeschlossen. Alter, ich hab Schiss, ey. Was ist das? Oh Mann. Und da trinkt sich dabei einer gemütlich eine Cola. Der muss doch einen Knall haben. Dann noch von diesem Automat. Oh, yeah, 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 yeah. Seht ihr das? Seht ihr das? Da tropft Blut runter. Ja, sorry Leute, ich trau mich kaum, mich zu bewegen. Sollen wir hier rein? Ist zu. Und nun? Mich gar nichts, ey. Jetzt haben wir hier was im Mülleimer liegen. Oh Mann. Also, wir sind jetzt hier in den Luftschacht reingegangen. Und ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wie geht es hier bloß weiter?